Hi, ich bin der Felix Heske. Ist ein bisschen laut hier heute, weil die machen hier richtig feine Tests ja gerade. Und ich stelle euch jetzt einfach mal das Fresspäckli von nächste Woche vor. Als Apro gibt es junges Gemüse mit einem Kräuterdip und Diemtigtaler Alpkäse vom Jahrgang 2017. Dann kommen wir zur Vorspeise. Da gibt es eine weiße Tomatensuppe mit der Rubiger Lachsforelle. Die ist leicht gebeizt von uns, passt super dazu. Dann, bevor ihr zum Hauptgang kommt und die Spare Ribs grillt von der Metzgerei Simple, macht ihr einfach das Berner Münchi auf. Das zählt dann unter vegane Hopfen-Kaltschale. Dann gibt es zu den Spare Ribs gibt's Süßkartoffeln dazu, die könnt ihr auch grillen. Dann gibt es noch ein Barbecue-Lack, Mini-Rübli, Silberzwiebeln, ein Kräuterbündel. Und das war's beim Hauptgang. Dann gibt es noch vom Sammy ein Mousse au Chocolat. Also als erstes ist wichtig, dass ihr euch die vegane Hopfenkaltschale aufmacht und einschenkt. Berner Münchi. Dann grillt sich schon viel besser. Dann nehmt ihr die Lachsforelle, packt die aus und nehmt einfach drei Würfelchen in den Teller. In der Zwischenzeit ist eure Suppe auf dem Herd heiß geworden. Bisschen aufrühren, dann schäumt sie ein bisschen und sieht schöner aus. Nehmt noch ein bisschen Kräuter oder Dill, macht das oben drauf und voilà, fertig ist die Vorspeise. Wer einen Grill zu Hause hat, legt die Spare Ribs einfach auf den Grill. Wenn jemand keinen Grill zu Hause hat, einfach in den Ofen auf 200 Grad. Jetzt nehmt ihr den Barbecue-Lack mit einem Pinsel, macht euren Grill auf. Sieht schon wunderbar aus. Gepinselt es einfach ein bisschen. Nicht sparsam sein damit. Wir schicken euch genug mit. Also dann kommen wir zum Hauptgang, zu den Spare Ribs. Da nehmt ihr die Süßkartoffel. Die könnt ihr einfach auch im Beutel warm machen. Dann die Silberzwiebeln. Die könnt ihr auch einfach in einem Pfännchen warm machen. Einfach so ein bisschen drüber. Dann die Mini-Rübli vom Brunner Eichhof nicht vergessen. Auch einfach ein bisschen wild drauf. So, dann kommen wir zu den Spare Ribs. Die habe ich jetzt einfach in Teile geteilt, dass es schön aussieht, aber zu Hause würde ich sie sicherlich ganz lassen und abnagen. Und dann wünsche ich ein guter. Noch ein kleiner Tipp, wer es leider nicht geschafft hat, unser Fresspäckli zu bestellen, kommt einfach nächste Woche bei schönstem Wetter auf die Casino-Terrasse und kann sie fast genauso bei uns auf der Terrasse essen. Dazu ein kühles Bier. Was gibt's Schöneres? Hast du es gefilmt?